Meister. Einmal den besten Burrito der Stadt, bitte. Für das Kompliment hätte ich ein Hallo verdient. Meine Frau hält mich für einen Loser. Und es macht ja nicht mal was aus, weil sie verdient ja genug Kohle für uns zwei. Und wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass meine Frau bei den ach so tollen Trips früher oder später sowieso irgendeinen Typen kennenlernt, der kein Loser ist. Und dann heißt es ganz schnell, adios, mi amor. Ist es wieder einer deiner Minderwertigkeitskomplexe? Meine Frau ist ja so toll und hat was Besseres verdient. Alter, ich dachte, da bist du drüber hinweg. Das ist ja echt gefährlich. Ich will einfach nur erfolgreich sein und das so schnell wie möglich, verstehst du? Ja, zeige, was du drauf hast. Wieso denn immer nur ihr? Ich will mir doch selber mal was beweisen. Und deswegen gründe ich einfach, eine Burrito-Kette. Und wenn ich erstmal den zweiten Wagen habe und der läuft, dann kommt der dritte. Und wenn der läuft, kommt der vierte und immer so weiter. Verstehst du? Verstehst du? Und ich fände es echt gut, wenn wenigstens meine Kumpels mich unterstützen würden. Also wenn du irgendeinen Tipp hast, dann her damit. Currykalle sucht gerade einen Nachfolger. Currykalle? Der Currykalle sucht einen Nachfolger? Laden am Bahnhof. Ist euch eine Goldgrube. Wie, und das soll wir loswerden? Mhm. Sucht einen neuen Pächter. Ja, da ist irgendwie so ein Geheimcasting oder so. Ja, du sollst den Typen erstmal kennenlernen, er ist ein bisschen anders, der sucht sowas. Mich? Er sucht jemanden wie mich. Und wenn er mich einmal kennengelernt hat, dann sind die anderen Bewerber gleich aus dem Rennen, ich sag's dir. Ich wusste doch, dass Sie Emilio mögen. Ja, steht ihm auch gar nicht so ein Anzug. Überhaupt nicht. Hier, da ist er. Die meisten sehen ihn gar nicht. Die Schönheit und die Eleganz. Ich denke, das wäre nur irgendwie so ein Imbiss. Dabei habe ich nicht nur Laufkundschaft. Ich habe eine Menge Stammkunden, die kommen jeden Tag. Die lieben diese Bude. Ich kenne ihn. Echt wunderschön. Du siehst es, nein. Alles gut. Du bist sehr gut. Also wollen Sie wirklich, dass ich den Wagen übernehme? Ja, also von mir sind wir uns einig. Die Pacht, die zahlst du an die Stadt. Ist nicht ganz billig, aber in der Lage hast du die Kohle schnell wieder drin. Dein Prinzesschen wird Augen machen, wenn der Google erst mal rollt, doch versprochen. Nun, den Wagen, den verkaufe ich dir. Wie, ich dachte, der Wagen ist in der Pacht schon mit drin. Sag mal, du bist aber wirklich noch grün in den Ohren, oder? Ich habe das Teil aufgebaut, renoviert. Da ist eine 1A-Küche drin, erste Liga. Das ist also, ich sag mal, 50.000 müsste ich dafür schon haben. 50.000? Ja, die ist jeden Cent wert. Pass auf, weil du mir so sympathisch bist, sagen wir 30.000. Hm? Hat sie die Sprache verschlagen, oder? Du Scheiße. Und? Hast du den Laden? Geil! Aus dir wird ja doch noch ein Unternehmer. Hast du eine Ahnung, wie viele Leute den zugetextet haben? Wie hast du das hingekriegt? Die Frage ist, wie kriege ich das jetzt hin? Was? Ich brauche 30.000 Euro. 30.000 Euro? Das ist ein Schnäppchen, oder? Ja, aber nicht für Emilio. Mann, der Laden ist eine Goldgrube, da muss er ja zugreifen. Emilio ist aber blank wie eine Glatze. Die OP für seine Mutter, die hat seine letzten Ersparnisse aufgefressen. Da gibt's schon irgendeine Möglichkeit. Muss halt einen Kredit aufnehmen. Ja, aber woher denn bitte? Ohne Sicherheit keine Kohle. Ja, dann stell dich mal hinten an, denn von mir kriegt er jetzt noch ein viel besseres Angebot. Mach ruhig. Meine Idee ist nämlich nicht zu toppen. Sag mal, meinst du, da sind 10 Riesen drin? So viel vielleicht nicht, aber 2.000 auf jeden Fall. Du bist meine Rettung und die restlichen 8 für Currykalle krieg ich schon irgendwie zusammen. Du, wenn du dich gut anstellst, spring vielleicht ein Folgejob raus. Du, ich mache alles. Hauptsache schnell viel Geld und legal dürfte es sein. Das ist es auf jeden Fall. Und den Job, den machst du mit links. Ich meine, nach dem Strip hast du doch Körpergefühl drauf. Ein Strip? Naja, also eigentlich war ich ja auch nur bei den Proben dabei. Ach so, nee, du kein Strip. Fotoshooting für einen Erotikkalender. Oh, hast du ein Problem damit? Nee, ich nicht, aber Kim vielleicht. Gut, andererseits kennen wir die Mädels ja nicht, die sich die Bilder hatten. Glaub mir mal, Eifersucht ist da kein Problem. Ah, du kennst Kim, die geht ab wie ein Zäpfchen, wenn es um andere Weiber geht. Es geht aber nicht um andere Weiber. Was sind das für Fotos? Total schöne. Du zeigst ein bisschen Haut, ein bisschen Wäsche. Für einen Männerkalender.
Ich habe nichts gegen Schwule. Aber? Aber ich bin's nicht. Ich bin verheiratet, verdammt. Ja, es geht hier auch nur um harmlose Bilder, nicht um irgendwelche Hardcore-Fotos mit anderen Typen. Na, vielen Dank auch. Was ist denn eigentlich dein Problem? Du checkst es gar nicht, oder? Verdammt, ich bin nicht schwul. Und wenn das für dich okay ist, dann ist das okay. Aber für mich ist es einfach zu krass. Okay, das musst du mir jetzt doch erklären. Was ist krass? Dass ich die Fotos mache oder dass ich auf Typen stehe? Moment, das habe ich so überhaupt nicht gesagt und auch nicht gemeint. Ja gut, dann sprich dich aus. Ich hab einfach keinen Bock, dass sich irgendwelche Typen an mir aufgeilen und an den Bildern. Aber wenn das irgendwelche Frauen machen, das geht in Ordnung. Abgesehen von Kims Eifersucht. Ja, weil das ist was ganz anderes. Weil du so ein richtiger Kerl bist. Endlich hast du es kapiert. Nö. Muss ich aber auch nicht, weil es völlig egal ist. Emilio, entweder du kriegst deine Homophobie in den Griff und machst diese Fotos oder du suchst dir halt was anderes. Gut, ich suche mir was anderes. Gut. Olli wollte mir auch schon ein Jobangebot machen. Er dachte, er kriegt mich über die Masche. Ich bin jung und brauche das Geld, aber das kann er vergessen. Und worum ging's? Es ging um ein Fotoshooting für einen schwulen Kalender. Du als Mixvorlage. Vielen Dank, geht's noch lauter? Ich hätte auch nicht so Lust, dass mein Arsch überall rumhängt. Danke, danke. Endlich kapiert es mal jemand. Guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen. Jetzt gehst du erstmal duschen. Ach so, und wenn du dir die Beine rasierst, dann benutz bitte deinen eigenen Rasierer, ja? Bitte? Das ist mein Lady Shaper. Kauf deinen eigenen Schätzchen, okay? Hast du gut geschlafen, Hase? Ist da? Ja. Ist da. Ist immer noch auf mich hören und doch für den Kalender modeln? Das kannst du direkt vergessen. Was ist denn dein Problem? Das ist ein professionelles Shooting und die Gage, die ist fast genauso hoch wie für diese Medikamententests. Nein! Ich lasse mich nicht impotent machen und ich werde auch nicht das neue Sexsymbol für Schwule. Das ist echt so ein richtiger Latino-Macho. Entschuldige mal, du bist schwul. Das ist doch vollkommen klar, dass es für dich kein Problem ist, für einen Gay-Kalender zu posen. Ich hätte die Fotos auch gemacht, wenn sie für Frauen wären. Weil es das Model schnurzpiep egal ist, ob du schwul oder hetero bist. Ja, aber alle werden denken, dass ich schwul bin. Na und? Ja, Moment, ich habe letztens... Sorry, ich habe keinen Parkplatz gekriegt. Kommst du jetzt noch pünktlich zum Shooting? Ja, wenn ich mich ranhalte. Dankeschön. Und danke, dass du trotz deiner Prüfung gekommen bist. So, und das hier ist für dich, falls du doch noch über deinen Schatten springst. Unser Striptease war es ja auch nicht so verklemmt. Das war auch was ganz anderes. Natürlich. Ich hab echt gedacht, mit deinem Burrito-Imperium willst du Kim zeigen, dass du ein Typ bist, der was drauf hat. Schade. Tschüss. Ja. Okay. Genau, von der Seite. Ein bisschen? Das können wir. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja, bleib so. Ja, sehr gut. Ja, genau. Okay, das... Kannst du das Paket mal ein bisschen hoch... Ja, genau. Sehr gut. Das ist es. Genau. Okay. Cool. Zum Kauf. Seid ihr denn zufrieden mit den Ergebnissen? Moment. Ja. Ja, ist klasse. Cool. Ja. Oh ja, dann zieh ich mich um. Okay, danke. Hey, hast du es dir doch noch anders überlegt? Wow, ist echt profimäßig hier. Fast wie bei LCL. Frauen arbeiten auch hier. Was hast du denn erwartet? Ein Haufen Typen, die sich zwischen Saunagängen mit ihren Einwegkameras knipsen? Nein, Quatsch. Obwohl,
Ich meine, ist ja auch egal. Ich bin froh, dass das hier alles so profimäßig abläuft. Warum? Hast du dir Sorgen um mich gemacht? Not ist also gut gegen Vorurteile. Ja, ich muss den Fotograf erst mal fragen, ob er dich überhaupt shooten will. Wie du selbst gesagt hast, das hier ist ein professionelles Shooting. Du hast noch nicht mal eine Setcard. Aber ich krieg das hin. Ey, suchst doch noch ein Model. Ja. Ein Kumpel da, der wird gerne einspringen. Also der ist kein Model, aber ich bin mir sicher, krieg's gut hin. Echt? Klar. Ja, wenn es dir hilft, dann ebenso. Du stellst dir jetzt vor, dieses Shooting ist für Kim. Kim soll dich sexy und toll finden und nicht oberpeinlich. Kriegst du das hin? Schön locker bleiben. Du schaffst das. Bin sowas von locker. Entschuldigung nochmal. Nicht schwulenfeindlich rüberkommt. Tut mir leid, wenn das so gewirkt hat. Ja, wenn ich dich nicht besser gekannt hätte, hätte ich dich wahrscheinlich für einen Riesenidioten gehalten. Danke trotzdem, dass du mir geholfen hast. Ich meine, ein Nachmittag, 2 Mille für Kalles Currywurst. Fett. Ja, hast du es richtig gehört? Hast du Shooting doch gemacht? Obwohl du lieber sterben wolltest, als dich vor Männer ausziehen? Das habe ich so bestimmt nicht gesagt. Und außerdem wäre das ein schwulenfeindliches Klischee. Das ist nur sicher abgefüllt, dass er mitmacht. Also auch wenn du denkst, dass man sowas nur betrunken ertragen kann, Emilio hat das alles freiwillig gemacht. Doch, überlebt. Leicht verdientes Geld. Danke, dass du eingesprungen bist. Klar. Wann ist Leni denn wieder da? Sobald die Examensprüfungen durch sind. Immer noch so spannend? Was? Das Spiel? Ich rede nicht vom Spiel, ich rede von Sascha und dir. Ja, da gibt's ja nicht viel zu erzählen. Yeah. Außer vielleicht, dass du immer noch in ihn verliebt bist. Ich versuche ja, das abzustellen, aber so einfach ist es nicht. Klar, ihr wohnt zusammen. Wenn wir essen, dann versuche ich ihm nicht gegenüber zu sitzen, dass ich ihn nicht angucken muss. Wenn er im Bad ist, dann bleibe ich in meinem Zimmer, bis er raus ist. Der Typ rennt ständig oben ohne rum. Ist dir das mal aufgefallen? Ich glaube, ich achte da nicht so drauf. Hast du es schon mal versucht, mit Hypnose zu lösen? Das soll total super helfen bei Liebeskummer. Das hat bei Jessie ja super geklappt. So kann es aber auch nicht weitergehen. Nee. Und deswegen gehe ich jetzt auf Konfrontation. Ich gebe mir die totale Sascha-Überdosis so lange, bis mir schlecht wird, wenn ich nur an ihn denke. Ich glaube, wir machen erstmal die Getränkebestellung, oder? Das können wir auch noch später machen. So geht das. Das ist ein Scheiß, können wir echt nicht davon sitzen lassen. Ich muss wirklich los, beim nächsten Mal. Du verarschst mich jetzt gerade, das wird unser Spiel. Darf ich mit dir spielen? Ja, ja klar, los. Na, ob das mal gut geht. Ja, sehe ich auch so, das sind echte Profis. Ich rede doch nicht vom Spiel. Sascha! Ja. Mach doch aber auch. Ja, schönes Spiel. Glückwunsch. Ja, hinten bin ich eben gut. Von hinten bist du der Beste. Sag mir, dass ihr bitte über das Kickern redet. Warum denn sonst? Wie sieht's aus? Spielen wir noch eine Runde? Nein. Ich hab da gerade was gesehen, was mir gefällt. Okay. Süß, oder? Mhm. Was? Mhm. Das heißt, ich halt mal rüber und stell mich vor. Drück mir die Daumen. Hi. Tja. Tu mir einen Gefallen und sag jetzt nichts. Schön. Oh Mann, komm schon, Scheißteil.
Probleme? Ja, der Scheißautomat hat meine Kohle gefressen. Gut, ich rufe den Typ an. Der kommt eigentlich relativ schnell, wenn es Probleme gibt. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Ohne Kondome werde ich immer nervös. Dann musst du dich ein bisschen gedulden. Du kaufst welche in der Apotheke, nimm an. Spinnst du? Ich kann doch jetzt nicht abhauen. Da muss man dranbleiben. Ja, eine kalte Dusche soll auch helfen. Oh Mann, dieses Heiß und diese Stimme. Alter, ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich jetzt nicht... Ja, dann viel Erfolg. Mann, du hast doch immer ein paar Kondome auf Tasche, oder nicht? Kannst du mir nicht ein, zwei Stück geben? Oder gib mir lieber drei. Was? Kondome. Ist ja wie ein Alki an der Flasche. Blödsinn. Du hättest einfach auf mich hören sollen. Eine klare Ansage und Distanz, das ist alles, was hier hilft. Vielleicht bin ich liebessüchtig, Sascha ist keine Droge und ich bin nicht abhängig. Aha. Und warum guckst du dann alle drei Sekunden rüber? Das tue ich überhaupt nicht. Da war es wieder. Ich bin eben ein aufmerksamer Barkeeper. Und warum wartet dann die Frau schon seit 3 Minuten auf ihre Bestellung? Was darf's denn sein? Eine Cola, bitte. Kommt sofort. Siehst du? Ich sehe was? Ich bin völlig cool. Bitte schön. Dankeschön. Komm mal her. So, jetzt schaust du mich an. Siehst du? Oh, sieht so aus, als würden sich Sascha und die Blondine schon ein bisschen besser kennen. Na und? Olli, du hast total eifersüchtig rübergeguckt. Du hoffst doch immer noch, dass er deine Gefühle erwidert. So, ich mach mich mal auf den Weg. Mhm. Ja, wir kommen gut alleine klar. Okay, cool. Später. Bis später. Madame. Alki. Hey. Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist gar nicht da. Ich musste duschen, ich war verschwitzt. Ja, ich hab ja den. Du weißt schon. Sag mal, gehst du mir aus dem Weg? Wieso sollte ich? Weil jedes Mal, wenn ich aus dem Bad komme, du abhaust. Nee, ich. Wo ist denn deine blonde Freundin? Weg. Ich denke oft darüber nach, wie du und ich. Whirlpool. Ich auch. Ich weiß. Echt? Mhm. Darf ich dir was gestehen? Es war kein Experiment. Hey, Olli. Also, wenn du Kohldampf hast, gib dir was von meiner Pizza ab. So, Sascha. Ach, anscheinend zu Hause. Ja, und beschäftigt. Ja? Hey. Hey. Was macht ihr da? Olli schickt seinem Pflegekind ein Paket. Cool. Mann, 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 ich bin ganz schön fertig. Ich hoffe, die Musik war vorher nicht zu laut. Ganz im Ernst, das war echt ein bisschen heftig, oder? Alles gut, Olli? Nee. So geht das nicht mehr. Was? Sind Andi und Jessie da? Ja. Kannst du die beiden bitte holen? Ich muss euch was sagen. Klar. Ja, kann mir mal jemand sagen, warum wir hier sind? Olli hat uns was mitzuteilen. Das ist richtig. Sie hat Lilly gemalt. Wow. Sehr talentiert. Toll.
Ja, sie hat mir heute einen Brief geschickt und ich wollte ja eigentlich ein Päckchen fertig machen und das morgen gleich zur Post bringen. Und deswegen hast du uns jetzt hierher bestellt? Nein, ich habe euch herbestellt, weil ich das Päckchen doch nicht zur Post bringen werde. Wieso das nicht? Weil ich es ihr persönlich vorbeibringe. Ich fliege zu Lilly und ihrem Vater nach Kamerun. Wie lange bleibst du weg? Weiß ich noch nicht. Willst du denn was ausmachen, wenn ich länger weg wäre? Nein, ich muss nur einen guten Ersatz fürs No Limits finden. Ich bin mir sicher, da finden wir eine gute Lösung. Du hast so gar keine Idee, wie lange du wegbleibst? Vielleicht einen Monat, vielleicht zwei. Solange es eben braucht. Mhm.